Jetzt geht es um einen weiteren Bundeswehreinsatz, diesmal um die Operation Atalanta vor der Küste Somalias. Da geht es um die Bekämpfung der Piraterie. Seit 2008 gibt es schon diesen Einsatz. 19 EU-Mitgliedstaaten sind daran beteiligt, sowie Serbien und Montenegro. Und als erstes wird in der Debatte über diesen Einsatz sprechen Michael Roth, der Staatsminister im Auswärtigen Amt. Kollegen, bleiben Sie doch, ist ein wichtiges Thema. Seit mehr als 10 Jahren leisten deutsche Soldatinnen und Soldaten, Zivilistinnen und Zivilisten im Auslandseinsatz Atalanta einen ganz wichtigen Beitrag zu Sicherheit und Stabilität am Horn von Afrika. 10 Jahre sind für einen Kriseneinsatz eine lange Zeit. Und selbstverständlich stellen sich nicht wenige von uns die Frage, brauchen wir diesen Einsatz überhaupt noch? Das gilt vor allem angesichts eher hoffnungsvoller Nachrichten vom Horn von Afrika seit dem Friedensvertrag zwischen Äthiopien und Eritrea, der ganz positiv auf die gesamte Region ausstrahlt. Und ja, es stimmt, das Thema der Sicherheit auf den Meeren ist zuletzt etwas aus den Schlagzeilen geraten. Es gibt Entwicklungen, die uns, aber vor allem auch den Menschen in der Region Mut machen. Doch gerade der bisherige Erfolg dieser Operation ist der Grund, warum ich Sie heute abermals um eine Verlängerung des deutschen Beitrags bitte. Denn erinnern wir uns zurück an den Sommer 2008. Damals waren mehr als 30 Schiffe am Golf von Aden gekapert worden. Mit rücksichtsloser Brutalität wurden zahlreiche Schiffe angegriffen. Viele Menschen wurden entführt. Was für eine menschliche Tragödie. Und dank der Operation Atalanta hören und lesen wir heute nur noch wenig von Piraten, die Schiffe kapern und Seeleute als Gefangene nehmen. Dank Atalanta konnten in den vergangenen 10 Jahren mehr als 1,8 Millionen Tonnen Nahrungsmittel sicher von Schiffen des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen zu notleidenden Menschen in der Region geliefert werden. Dank Atalanta können mittlerweile viele Fischer wieder ihrer Arbeit nachgehen. Das ermutigt Menschen, in ihre Heimat zurückzukehren, weil sie wieder eine wirtschaftliche Perspektive haben. Diese Erfolgsgeschichte ist allerdings nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern sie ist das Ergebnis von 10 Einsatzjahren. Und es gibt noch eine Menge zu tun. Denn die kriminellen Netzwerke, die einst den Nährboden vor allem für Piraten darstellten, sind nach wie vor aktiv. Sie verfolgen jetzt vorrangig andere kriminelle Machenschaften wie den Waffenschmuggel, den Handel mit Drogen und das Schleusen von Menschen über den Seeweg. Und leider kommt es seit dem Frühjahr 2017 auch vereinzelt wieder zu Piraterie. Am 16. Oktober vergangenen Jahres wurde ein Frachter im Indischen Ozean von Piraten angegriffen. Ein privates Sicherheitsteam an Bord des Frachters konnte den Angriff glücklicherweise abwehren. Ein Aufklärungsflugzeug von Atalanta verfolgte das bei dem Überfall benutzte Boot. Und anschließend stellten Kräfte der Operation Atalanta das Boot auf dem Meer sicher, zerstörten es, ohne dass jemand zu Schaden kam. All das war möglich und wurde koordiniert durch das in die Operation integrierte maritime Lagezentrum. Europäische Teamarbeit macht die Schlagkraft der Operation aus. An der Operation beteiligen sich 19 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und mit Serbien und Montenegro 2 Beitrittskandidaten. Das zeigt, gemeinsam können wir viel mehr erreichen als jeder für sich allein. Und was tun wir gemeinsam mit anderen? Es geht ja natürlich nicht nur um diese militärische Komponente. Von ziviler Krisenprävention über Stabilisierung und Konfliktnachsorge bis hin zu langfristiger Entwicklungszusammenarbeit ist Deutschland aktiv. Und mit unserer Unterstützung kann dringend benötigte humanitäre Hilfe für Menschen in und aus Somalia geleistet werden. Dafür haben wir in diesem Jahr bislang 65 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur der von mir beschriebene Vorfall macht deutlich,
Die Region und insbesondere Somalia sind nach wie vor sehr fragil. Das Seegebiet am Horn von Afrika bleibt immer noch sehr gefährlich für die Handelsschiffe, die Europa mit der arabischen Halbinsel und Asien verbinden. Und dabei gilt, die Bedrohungen für die Schifffahrt am Horn von Afrika wandeln sich. Neue Konflikte destabilisieren die Region. Daher muss sich auch Atalanta in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Wir haben dabei bereits in den vergangenen Jahren unsere Beteiligung verändert und angepasst. So ist unser Aufklärungsflugzeug samt Besatzung jeweils saisonal vor Ort, nämlich dann, wenn die See ruhig ist und die maritimen Aktivitäten von kleineren Schiffen im Seegebiet am Horn von Afrika zunehmen. Die Obergrenze des Mandats hatten wir schon 2016, als sich Deutschland zum vorerst letzten Mal mit Schiffen beteiligte, abgesenkt. Und jetzt werden wir dies erneut tun. In Zukunft wird die Obergrenze von 600 auf 400 Soldatinnen und Soldaten sinken. Damit bleibt Deutschland aber nach wie vor Haupttruppensteller. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bedrohungen verändern sich, aber sie bleiben. Das Horn von Afrika ist eine Brücke zwischen Europa, der arabischen Halbinsel und Asien. Seine Stabilität und Sicherheit sind von globaler Bedeutung. Die Präsenz internationaler Akteure in dieser Region steigt kontinuierlich. Die Werte und Interessen Deutschlands und vor allem der Europäischen Union dürfen dabei aber nicht ins Hintertreffen geraten. Mit der Operation Atalanta haben wir ein Instrument in der Hand, das auf vielen Ebenen dazu beitragen kann, dass dies eben nicht geschieht. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht. Ich bitte Sie daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Bundesregierung um Ihre Zustimmung zur Fortsetzung der deutschen Beteiligung an Operation Atalanta. Vielen Dank. Sagt Michael Roth, der Staatsminister im Auswärtigen Amt. Auf ihn folgt jetzt die Opposition, zuerst in Person von Armin Paul Hampel von der AfD, der außenpolitische Sprecher seiner Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Gäste im Deutschen Bundestag und vielleicht auch die, die zu Hause zuschauen. Um es vorwegzunehmen, wir werden der Verlängerung des Einsatzes der Staatsminister zustimmen. Allerdings muss man einen Blick in die Geschichte werfen und den Einsatz und auch unsere Operationsweise und vor allen Dingen die Ziele genauer und besser überdenken. Warum sage ich das? Sie hatten recht, in 2008 waren es über 30 Schiffe, die aufgebracht worden sind. Allerdings ging die Piraterie schon 3 Jahre vorher, in 2005, los und wir haben erst mal 3 Jahre gebraucht, um überhaupt zu reagieren. Und dann waren wir in der Tat am Horn von Afrika mit vielen anderen präsent. Heute hat sich das auf, ich glaube, 7 Schiffe in 2018 reduziert. In der Zeit, um mal die Fakten zu nennen, seit 2005 hat die Vereinigte Piraterie in Somalia und anderswo knapp 500 Millionen Euro, eine halbe Milliarde Euro eingenommen. Wenn Sie meinen, das sei jetzt den Piraten selber in die Tasche geflossen, irrt man sich ebenfalls. 0,1%, so habe ich gelesen, sind gerade mal bei den Piraten selbst gelandet. Viel schlimmer, das Geld ging in die Taschen von Drogenhändlern, Menschenhändlern und islamistischen Gruppierungen, die dahinter stecken, und das wissen wir. Und dann sagen Sie Dank an die Bundeswehr, ja selbstverständlich an die deutsche Marine, die da vor Ort präsent war, Fregatte Bayern, die Fernaufklärer, jetzt alles wunderbar. Nur wir müssen auch mal die Fakten nennen, immer wenn es ernst wurde, waren wir nicht dabei, das haben dann andere für uns erledigt. Und man muss in der Tat, meine Damen und Herren, den deutschen Soldaten danken, die dort auf den Handelsschiffen ihren Dienst gemacht haben. Das waren nämlich in der Regel ehemalige deutsche Bundeswehrsoldaten, die in hervorragender Weise die Handelsschiffe geschützt haben und zu einer robusten Verteidigung fähig in der Lage und willens waren, meine Damen und Herren. Und auch wenn die Zahlen jetzt rückläufig sind, dann müssen wir doch schon die nächsten Problemzonen ins Auge nehmen und in den Fokus nehmen, die sich parallel zum Horn von Afrika genau auf der anderen Seite des Kontinents entwickeln, nämlich vor der nigerianischen Küste. Und ich bin der Meinung, man sollte nicht wieder 3 Jahre warten, sondern vielleicht schneller reagieren auf diese Entwicklung und dann zusammen mit NATO-Streitkräften oder auch mit europäischen Kräften schauen, dass man der Piraterie, die sich da gerade fröhlich entwickelt in Nigeria, schon möglichst früh
die rote Karte zeigt, und das durch einen robusten Einsatz vor der nigerianischen Küste, so wie der Einsatz vor Somalia immer hat auch robust sein müssen. Wir Deutschen waren nun, wie gesagt, an der Robustheit nicht immer beteiligt oder selten oder eher gar nicht. Ich glaube, dass wir den Fokus darauf richten müssen, und es ist ja heute mal, war ich sehr erfreut, ich glaube aus den Reihen der Union und ich glaube auch aus Ihrem Hause, das nationale deutsche Interesse beschrieben worden. Ja, warum sind wir am Horn von Afrika gewesen und warum sind wir da noch präsent? Weil wir dort endlich mal nationale deutsche Interessen durchsetzen wollen, weil deutsche Schiffe dort sicher vorbeifahren können und müssen, ohne von Piraten aufgebracht zu werden. Und dann ist das genau auf der Linie meiner Fraktion, die genau das einfordert, dass wir wieder auch in der Verteidigung, auch in der Abwehr von Gefahren unsere nationalen Interessen definieren müssen und durchsetzen müssen. Und wenn das gemeinsam mit anderen europäischen Partnern, wie Sie das gerade erwähnt haben, Herr Staatsminister, wenn das funktioniert, wunderbar, dann freuen wir uns darüber, dass andere ebenfalls mitmachen. Nochmal die Aufforderung lautet, Herr Staatsminister, blicken Sie ans Horn von Somalia. Jawohl. Schauen Sie, dass wir die Lange dort weiter entspannen. Und das übrigens mit starker Unterstützung nach wie vor, davon auch nicht vergessen, der amerikanischen Streitkräfte, die mit ihrer Taskforce 151 oder wie sie heißt, sehr aktiv immer dann wird, wenn es, wie gesagt, robust wird. Dann greifen nämlich die Amerikaner ein und nicht die Europäer. Und vielleicht können wir uns ja mit einigen Teilen bei den amerikanischen Aktivitäten beteiligen, weil wir dann wenigstens mal bei den anderen Partnern zeigen, dass wir willens, lustvoll und in der Lage sind, robust unsere Interessen durchzusetzen. Mein Aufruf lautet, Somalia ja, aber fokussieren Sie jetzt die Problemzone, die sich entwickelt, frühzeitig, damit wir nicht wieder deutsche Handelsschiffe in Gefahr sehen, an der Küste von Nigeria, an der Westküste Afrikas, um dort eine sinnvolle und vor allen Dingen schon proaktive Verteidigung deutscher Interessen durchzusetzen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Armin Paul Hampel von der AfD-Fraktion. Auf ihn folgt jetzt Peter Tauber, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, seit fast 11 Jahren leisten unsere Soldatinnen und Soldaten jetzt einen maßgeblichen Beitrag zu Frieden und Stabilität in der Region rund um das Horn von Afrika in einer von der Europäischen Union geführten Operation, der Operation Atalanta. Und mit diesem Einsatz tragen wir bei zu sicheren Seeverbindungen am Horn von Afrika. Es ist gelungen, die Piraterie deutlich zurückzudrängen. Und wir gewähren damit auch den Schiffen des Welternährungsprogramms und von AMISOM, das ist die Mission der Afrikanischen Union in Somalia, Schutz. Auf diese Weise sichern wir nicht nur die überlebenswichtige humanitäre Versorgung der somalischen Bevölkerung, sondern ermöglichen auch den Weitertransport in andere Länder, wie beispielsweise den Sudan, der uns dieser Stunden ja auch wieder beschäftigt mit dem, was dort geschieht. Lassen Sie mich es etwas in Zahlen ausdrücken. Über 1.100 Schiffe des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, fast 700 Schiffe von AMISOM wurden seit Beginn der Operation ohne Zwischenfälle durch die Operation Atalanta überwacht. Das ist eine Sicherungsquote von 100%. Zudem wurden 234 Fahrten des Welternährungsprogramms durch ein militärisches Sicherungsteam der Operation Atalanta abgesichert und geschützt. Und damit konnten seit dem Jahr 2009 etwa 1,8 Millionen Tonnen Lebensmittel nach Somalia eskortiert werden. Knapp 6 Millionen Menschen in Somalia sind weiterhin von humanitärer Hilfe abhängig. Die Güter der Hilfsprogramme kommen aber eben nur an, wenn die Seewege frei und sicher sind. Für diesen verlässlichen Einsatz und für das Engagement gebührt unseren Soldatinnen und Soldaten, wie ich persönlich finde, unsere Anerkennung und unser tiefer Dank, sowohl denen, deren Einsatz bereits beendet ist, als auch den 78 Angehörigen unserer Streitkräfte, die momentan vor Ort ihren fordernden Dienst verrichten. War es allerdings auch, noch ist die Lage am Horn von Afrika instabil. Es kommt weiterhin zu vereinzelten Piratenangriffen, zuletzt auf Handelsschiffe wie im Juli und im Oktober des vergangenen Jahres.
Und diese Angriffe konnten auch durch Anwendung der gemeinsam mit Atalanta entwickelten Verfahren für die Handelsschifffahrt und durch das an Bord jeweils befindliche Sicherungsteam abgewehrt werden. Als Exportnation, und das kommt dazu, das ist sozusagen die zweite Seite neben der internationalen Verantwortung, die wir als Deutsche übernehmen wollen. Als Exportnation sind wir in Zeiten der Globalisierung auf freie und sichere Seewege weltweit angewiesen. Das gilt insbesondere auch für den Golf von Aden, der eine Haupthandelsroute zwischen Europa, der arabischen Halbinsel und Asien ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser militärischer Einsatz im Rahmen der Operation Atalanta ist eine Rückversicherung zur See. Sie ergänzt unsere umfassenden Stabilisierungsbemühungen an Land sowie im angrenzenden Küstenmeer. Der Beitrag der Bundeswehr zu Atalanta umfasst dabei maßgeblich die Seefernaufklärung, die logistische und sanitätsdienstliche Unterstützung und die Unterstützung des Führungspersonals im Hauptquartier. Darüber hinaus wollen wir innerhalb der Europäischen Union die Zeit bis Ende 2020 nutzen, um eine Entscheidung zum zukünftigen maritimen Engagement in der Region treffen zu können. Dabei wird wichtig sein, das bereits Erreichte zu konsolidieren, regionale Akteure vor Ort verstärkt einzubinden und eine solide Entscheidung über die zukünftige maritime Präsenz der Europäischen Union zu treffen. Die Anpassung des Fähigkeits- und Kräftebedarfs der Europäischen Union, auch dank einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit Drittstaaten wie zum Beispiel der Republik Korea, bietet Deutschland im Rahmen dieser Möglichkeiten, das ist bereits erwähnt worden, die Möglichkeit, die Personalobergrenze von 600 auf 400 Soldatinnen und Soldaten in diesem Mandat zu reduzieren. Die erfolgreiche Mandatserfüllung ist dabei unverändert garantiert und die Anpassung ermöglicht auch weiterhin die notwendige Flexibilität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Fortsetzung unserer Beteiligung an der Operation Atalanta um ein weiteres Jahr können wir einen wichtigen, gefragten Beitrag leisten und die Zukunft von Atalanta konstruktiv begleiten. Ich bitte um Ihre Unterstützung für die Fortführung dieses Mandats, sage unseren Soldatinnen und Soldaten vielen Dank für Ihren Dienst und allzeit Soldatenglück. Für die FDP-Fraktion hat nun Olaf in der Beek das Wort. Er ist Obmann im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung seiner Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie es mich gleich zu Beginn kurz machen. Die Fraktion der Freien Demokraten wird der Verlängerung der deutschen Beteiligung an der Operation Atalanta zustimmen. Und natürlich danken wir auch unseren Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz. Der Einsatz, der weit weg von Deutschland entfernt ist. Warum stimmen wir dem Einsatz zu? Der Grund hierfür ist einfach. Die Mission ist erfolgreich, aber auch noch immer notwendig. Während es zwischen 2008 und 2012 517 Angriffe durch Piraterie gegeben hat, ist die Zahl beispielsweise 2017 auf knapp 10 gesunken. Trotz dieser positiven Entwicklung werden seit dem Frühjahr 2018 wieder mehr Angriffe verzeichnet. Das zeigt uns Freie Demokraten, wie wichtig der Einsatz ist, gerade um die dringend benötigten Lebensmittellieferungen des Welternährungsprogramms abzusichern. Auch wenn die Vorzeichen am Horn von Afrika sich zuletzt mehr als positiv entwickelt haben, dürfen wir in unserem Engagement vor Ort nicht nachlassen. Im Gegenteil. Der Friedensschluss zwischen Äthiopien und Eritrea im vergangenen Jahr ist eine Chance, die natürlich auch Auswirkungen auf die gesamte Region am Horn von Afrika hat. Diese Chance müssen wir nutzen, indem wir Außen-, Entwicklungs- und Sicherheitspolitik zusammen und vernetzt denken. Denn machen wir uns nichts vor. Das Horn von Afrika ist geostrategisch eine bedeutsame Region. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, China, Russland und die USA verfolgen ihre eigenen Interessen, die sicherlich nicht immer nur zum Wohl der Region sind. Das zeigt ganz aktuell der Jemenkrieg oder die saudische Seeblockade. Das hat natürlich Einfluss auf die Sicherheitslage am Horn von Afrika. Menschenschmuggel und Schleusertum in der Region haben nach Angaben der Bundesregierung zugenommen. Der Kampf gegen beides ist allerdings nicht Bestandteil von Operation Atalanta. Das macht die Lage nicht einfacher, sondern es macht die Lage eher komplexer.
Gerade aus diesem Grund dürfen wir nicht unser Engagement in Somalia schleifen lassen. Für ein friedliches Horn von Afrika reicht eben nicht allein der Friedensschluss zwischen Äthiopien und Eritrea aus. Für ein friedliches Horn von Afrika braucht es auch eine Stabilisierung des Failed States Somalia. Das gelingt nicht allein militärisch durch eine Sicherung von Seewegen. Hierzu braucht es eben auch humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Die wiederum kommt in der fragilen Sicherheitslage Somalias nicht ohne militärische Absicherung aus. Die Vernetzung von Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik muss gelebt werden. Gerade der Rückzug Deutschlands aus dem Ausbildungs- und Trainingsmission EUTM Somalia zeigt in diesem Bereich bereits die entscheidenden Schwachstellen. Ohne die Truppen der Operation Atalanta kann die Lage von Ort nicht stabil gehalten werden. Somalia ist dazu nicht in der Lage, weder politisch noch militärisch. Zwar ist die von der Bundesregierung vorgeschlagene Reduktion der Truppe von 600 auf maximal 400 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen des momentanen Mandats sinnvoll. Vor dem Hintergrund einer möglichen Abzugsperspektive müssen wir aber auch die Zeit jetzt nutzen und sehr genau evaluieren, was denn tatsächlich passieren würde, wenn die EU-Mission ausläuft. Denn am Ende darf das nicht bedeuten, dass die Überfälle von Piraterie und Instabilität wieder zunehmen. Und es darf auch nicht dazu führen, dass diese geostrategisch so wichtige Region zum Spielball der verschiedenen Akteure wird, die dort bereits heute aktiv sind. All diese Aspekte, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir im Auge behalten, wenn es um die zukünftige Bewertung und Ausgestaltung des Mandats oder gar um dessen Ende geht. Herzlichen Dank. Olaf in der Weg war das von der FDP-Fraktion. Auf ihn folgt jetzt Tobias Pflüger von der Linksfraktion. Er ist dort verteidigungspolitischer Sprecher. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Operation Atalanta, über die wir heute entscheiden, ist nach Ansicht der Bundesregierung ein Erfolg, weil die Piraterie am Horn von Afrika stark zurückgegangen sei. Nur warum ging denn diese Piraterie dort zurück? Der ehemalige verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Rainer Arnold, meinte 2016 dazu, zum Kampf gegen die Piraterie brauche man das Mandat Atalanta nicht mehr. Die Piraterie wäre zurückgegangen, weil die privaten Räder Sicherheitsfirmen an Bord hätten. Ich habe den Eindruck, Sie als Bundesregierung ändern ständig die Begründung. Am Ende kommt immer raus, die Einsätze müssen weitergehen. Dazu sagen wir Nein. Was auf jeden Fall nicht geschehen ist, ist, die Ursachen der Piraterie zu bekämpfen. Somalia ist immer noch ein gescheiterter Staat. Die kriminellen Netzwerke bestehen fort. Im aktuellen Pirateriebericht der Bundespolizei See heißt es, neben den anhaltenden innersomalischen Konflikten stellen die illegale Fischerei vor der somalischen Küste sowie die Vergabe von Fischereilizenzen auch weiterhin ein Problem dar. Nichts ist gut in Somalia. An Land herrscht Bürgerkrieg, auf See nimmt die illegale Fischerei auch von EU-Trawlern den lokalen Fischern die Lebensgrundlage. Das Problem Piraterie könne, Zitat, durch die militärische Präsenz auf See nur weitestgehend unterdrückt, nicht aber gelöst werden, so die Stiftung Wissenschaft und Politik in einer neuen Studie. Aber um die Hilfe für Somalia geht es Ihnen mit Atalanta doch gar nicht. Der Kollege Nicolas Löbel hat am 26. April letzten Jahres hier an dieser Stelle das klipp und klar formuliert: Wir haben auch deutsche und europäische Wirtschaftsinteressen im Blick. Herr Tauber hat es gerade eben so ähnlich formuliert. Atalanta sei auch aus geostrategischen Gründen richtig. Ein weiterer Grund, warum wir gegen diesen Einsatz stimmen werden. Und so geht der Einsatz für Wirtschaftsinteressen mittlerweile ins 11. Jahr. Er dauert schon fast so lange wie Afghanistan. Mit dem Krieg im Jemen ist sogar eine neue Eskalation hinzugekommen. Die Frau Ministerin schreibt in ihrer Vorlage, der fortwährende Konflikt im Jemen wirkt zusätzlich destabilisierend in der Region und begünstigt die Zunahme von organisierter Kriminalität in Form von Schmuggel und der Unterstützung irregulärer Migration im Seegebiet am Horn von Afrika.
Was hier mit irregulärer Migration beschrieben ist, sind Menschen, die versuchen, vor dem Krieg im Jemen zu fliehen. Und wenn dem so ist, wie das hier beschrieben ist, warum erfüllen Sie dann nicht endlich den eigenen Koalitionsvertrag und liefern keine Waffen mehr an Länder, die am Jemenkrieg beteiligt sind? Und jetzt schickt man quasi zum Ausgleich in den Jemen 5 Soldatinnen und Soldaten und noch mal so viele Polizistinnen und Polizisten, um eine lokale Waffenruhe zu überwachen. Das ist doch absurd. Stoppen Sie die Waffenlieferung. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und was auf hoher See mit Atalanta soll jetzt richten, was Sie an Land verbockt haben. Eine neue Begründung inzwischen ist die, dass Atalanta im Rahmen von PESCO unbedingt fortgesetzt werden muss, der gemeinsamen strukturierten Zusammenarbeit der Europäischen Union. Man hat am Anfang begonnen, 2008, das mit den Piraten zur Begründung. Jetzt kommt PESCO dazu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch Unsinn. Und natürlich können Sie mit Nein stimmen zu diesem Einsatz. Sie haben auch Eutemali beendet. Lesenswert Ihre eigene Begründung dazu. Kein Mehrwert, Defizite in der somalischen politischen und institutionellen Strukturen. Wir sagen, dieser Einsatz ist in seiner eigenen Logik nicht sinnvoll. Wir werden gegen diesen Einsatz stimmen. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat die Kollegin Agnieszka Brugger das Wort. Und sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, man kann nicht über die Mission Atalanta sprechen, ohne nicht auch die Situation in Somalia zu beleuchten. Und das haben ja auch viele Rednerinnen und Redner in der Debatte getan. Denn die Lage ist für viele Menschen dort unerträglich, die nach wie vor unter den Folgen einer katastrophalen Dürre leiden. Der Bürgerkrieg im Land erhält weiter an. Wir lesen schreckliche Berichte über sexualisierte Gewalt, aber auch Journalistinnen und Journalisten, die eingeschüchtert werden. Also eine verheerende Menschenrechtslage insgesamt. Und erst vor wenigen Wochen erschütterten innerhalb von wenigen Tagen 2 schwere Anschläge mit Dutzenden Toten die Hauptstadt Mogadischu. Und die Terrormiliz Al-Shabaab hat mittlerweile wieder die Kontrolle über Regionen im Süden und im Zentrum Somalias zurückgewonnen. Die Bundesregierung sollte über ihr ziviles und entwicklungspolitisches Engagement dazu beitragen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dieses Leid zu lindern und eine bessere Zukunft für die Menschen in Somalia mitzugestalten. Der Auslöser für diese Militäroperation in Atalanta, und das haben wir auch schon in dieser Debatte gehört, waren die Angriffe auf Handelsschiffe, aber vor allem auch auf Transporte mit humanitären Gütern vor der Küste Somalias. Und auf den ersten Blick, muss man ein paar Jahre später sagen, war diese Mission auch erfolgreich. Die Anzahl der Angriffe ist massiv zurückgegangen. Und damit hat Atalanta auch einen wichtigen Beitrag für die Menschen am Horn von Afrika und im Jemen geleistet. Denn diese Menschen waren und sind dringend auf Nahrungsmittellieferungen angewiesen. Und diesen Beitrag sollte man auch nicht kleinreden. Trotzdem bekämpft man mit dieser Mission am Ende eben doch nur Symptome. Der Nährboden für Kriminalität und für Gewalt, das sind eben instabile Sicherheitslage, die grassierende Armut und fehlende Perspektiven für die Menschen im Land. Beispielsweise, weil die Küstengewässer durch internationale Raubfischerei leergefischt worden sind. Und daher ist es von großer Bedeutung, dass die Europäische Union und auch die Weltgemeinschaft eben dazu beitragen, dass die Menschen vor Ort wirtschaftliche Perspektiven haben und dieses Ziel nicht auch mit ihrer eigenen Handelspolitik noch untergraben. Aber, meine Damen und Herren, im Rahmen von Atalanta gibt es im Mandat eine unnötige Passage mit gefährlichem Eskalationspotenzial. Wir haben das schon 2012 deutlich gemacht, dass wir es eben für hochriskant halten, wenn man im Rahmen dieser Operation nicht nur auf See, sondern auch an Land, es geht um das Einsatzgebiet der somalischen Küste, bis 2 Kilometer ins Landesinnere herein wirken würde. Das bleibt riskant und es ist auch im Kampf gegen die Piraterie keine kluge Strategie.
Jetzt sagen dann immer die Kollegen von der Koalition im Ausschuss, ja, es kommt ja nicht dazu, dass diese Option gezogen wird. Aber gerade diese Tatsache zeigt doch, dass mittlerweile selbst die Bundesregierung verstanden hat, dass das keine kluge Erweiterung des Mandates war und dass es eben hochproblematisch wäre, diesen Einsatz aufs Land auszuweiten. Die Frage, die sich doch darstellt, warum Sie dann eigentlich auch im Sinne der Mandatsklarheit und Wahrheit diese Passage nicht endlich aus dem Mandat nehmen und sich nicht auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass der Operationsplan endlich geändert wird. Denn so könnten auch wir Grüne diesem Mandat wieder zustimmen. Meine Damen und Herren, ich möchte aber abschließend, gerade weil wir heute noch mal über zwei weitere Mandate gesprochen haben, nämlich die zwei Einsätze in Mali, noch eine Bemerkung machen, die sich auf alle drei Debatten bezieht. Ich habe das noch in guter Erinnerung, als vor ein paar Jahren die Bundesregierung sich immer sehr darum bemüht hat, bei Mandaten, weil es eben auch keine Tagesordnungspunkte wie alle anderen auch sind, eine breite Mehrheit im Parlament herzustellen. Bisher ja, haben wir Ihnen hier viele kritische Punkte in Bezug auf die Mandate in Mali angesprochen, aber jetzt auch konkret, was das Atalanta-Mandat angeht. Ich habe das Gefühl, das interessiert Sie überhaupt nicht und es ist Ihnen egal, ob die Opposition diese Mandate mitträgt. Ich finde das sehr schade, dass Sie einen solchen Kurswechsel gemacht haben und ich finde gerade auch Respekt gegenüber dem Parlament, aber auch der Parlamentsarmee Bundeswehr würde ich mir wünschen, dass Sie zu dem guten Kurs der Vergangenheit zurückkehren und sich wieder darum bemühen, möglichst viele Fraktionen mit den Mandaten zu überzeugen, damit sie dann auch breit im Parlament getragen werden können. Vielen Dank. Sagt Agnieszka Brugger, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion. Der vorletzte Redner in dieser Debatte um die EU-Mission Atalanta ist jetzt Reinhard Brandl von der CDU-CSU. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, vor gut drei Wochen war ich in Vorbereitung der heutigen Debatte gemeinsam mit dem Wehrbeauftragten und dem Staatssekretär Silberhorn in Djibouti und habe dort das Einsatzkontingent Atalanta mit besucht. Und ich will kurz davon berichten, denn Djibouti ist ein sehr besonderer Ort, strategisch natürlich für den Welthandel. Ungefähr 90% des Handelsvolumens zwischen Europa, Asien und Afrika schippern dort an der Küste mit vorbei. Und wir sind Exportweltmeister, wir sind eine Exportnation und wir haben ein hohes Interesse an sicheren Handelswegen. Und der Einsatz Atalanta geht zurück auf zahlreiche Pirateriefvorfälle, die wir vor einigen Jahren hatten. Und es ist gelungen, diese Piraterie weitestgehend zurückzudrängen. Nichtsdestotrotz, die Gefahr ist immer noch latent vorhanden. Es kann wieder nach oben gehen und deswegen macht es Sinn, dass wir auch weiterhin, wenn auch im Moment mit einem kleinen Mandat, mit einer kleinen Anzahl an Personen dort vor Ort sind. Wir haben im Moment einen Seefernaufklärer, also ein Flugzeug in Djibouti stationiert, die bei Verdachtsfällen hochsteigen und Informationen dann an Schiffe liefern, die unter Umständen einschreiten. Also es macht Sinn, auch im Sinne unserer Sicherheit, der Sicherheit der Seewege, dass wir dort bleiben. Aber meine Damen und Herren, in Djibouti kann man auch vieles über internationale Politik und globale Sicherheitspolitik lernen. Das Erste ist ganz praktisch, wie gut die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union, der Armeen und auch der Amerikaner mit funktioniert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, an das man oft gar nicht so denkt. Die Franzosen betreiben dort unten ein sogenanntes Role-2-Hospital, also ein kleines Krankenhaus. Sie haben dort auch ein größeres Kontingent stationiert. Deutschland sendet alle paar Monate ein Team an Chirurgen, an Krankenschwestern, die französischen Ärzte, französisches Sanitätsteam dort mit unterstützen. Wir entlasten die Franzosen an der einen Seite. Auf der anderen Seite helfen uns die Franzosen zum Beispiel in Mali, indem sie in Gao medizinische Versorgung auch für Soldaten im Einsatz von uns bereitstellen. Die Zusammenarbeit funktioniert. Aber auf der anderen Seite, man steht dort am Flugplatz, guckt dann auch so in Richtung Hafen, ist da eine Riesenbaustelle, bauen die Chinesen dort im Moment ein Camp auf mit einer geschätzten Mannstärke zwischen 5, 10, manche sagen bis zu 15.000 Soldaten, die sie dauerhaft dort stationieren wollen. Und das zeigt einmal, welchen Herausforderungen wir auch gegenüberstehen, gerade mit Blick auf Afrika.
Ich meine, 10.000 Soldaten, das ist das, was wir insgesamt überhaupt mit der Bundeswehr in den Einsatz bringen können, dauerhaft durchhaltefähig. Das ist unser die Obergrenze unseres Level of Ambitions. Das alleine setzen die Chinesen in Djibouti ein, um dort Handelswege zu sichern, aber auch um den Zugang zu Afrika von dort aus mit abzubilden. Und wenn wir in Afrika, wenn wir in der Region präsent sein wollen, wenn wir einen Einfluss haben wollen, dann schaffen wir das, wenn wir gemeinsam auftreten. Gemeinsam mit unseren europäischen Verbündeten, Frankreich, Italien sind dort sehr aktiv und auch gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Atalanta ist ein guter Einsatz. Er hat geholfen, die Piraterie zurückzudrängen. Er ist ein strategischer Einsatz. Wir sind dort am Horn von Afrika mit vertreten. Er belastet uns im Moment nicht so stark, weil wir kein Schiff im Moment im Einsatz haben, sondern nur einen Seefernaufklärer. Wir sollten ihn auf jeden Fall fortsetzen. Und ich bitte Sie in den nächsten Wochen dann auch um Zustimmung zu diesem Mandat. Herzlichen Dank. 80 Soldaten sind zurzeit in diesem Einsatz. Die Mandatsobergrenze liegt jetzt noch bei 600, sie soll aber auf 400 Soldaten reduziert werden. Und der letzte Redner in dieser Debatte zum Bundeswehreinsatz ist Ingo Gedichens von der Unionsfraktion. Er sitzt im Verteidigungsausschuss. Bei der ersten Lesung zur Einbringung des Mandats Atalanta hat man die Gelegenheit, auch noch mal auf die Vorredner einzugehen. Und Kollege Hampel, Sie haben für die AfD-Fraktion hier ein Zerrbild dieses Einsatzes geliefert, in dem Sie behauptet haben, dass immer dann, wenn es brenzlig wurde, die deutsche Marine nicht zugegen war. Das ganze Gegenteil war der Fall. Sie tun den Soldatinnen und Soldaten, die dort einen hervorragenden Dienst geleistet haben, insbesondere in der brenzlichen Zeit, Unrecht. Und das sollten wir nicht tun. Zur ganzen Wahrheit gehört nämlich auch, dass die deutsche Marine in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Seebeck Best-Praxis-Systeme entwickelt hat, die der Verband der deutschen Reeder sehr gerne angenommen hat, die Schiffe dementsprechend ausgerüstet hat, um so Piraterieangriffe abzuwehren. Auch das ist ein deutsches Engagement, was hoch geschätzt wird. Und wenn Sie hier so martialisch sprechen, wir waren immer nicht da, um deutsche Schiffe zu schützen, dann frage ich Sie mal, wie viele Schiffe mit deutscher Flagge am Heck haben Sie denn vor der Küste Somalias gesehen? Wir haben deutsche Güter dort geschützt und für freie See- und Handelswege gesorgt. Und ich denke mal, das ist der Erfolg. Und deshalb wurde auch von der Regierungsbank, von Staatsminister Roth und vom parlamentarischen Staatssekretär Tauber dieses Mandat als Erfolg gewertet. Und es ist ein Erfolg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kollege Gedichens, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Hampel? Ja, gestatte ich. Armin Paul Hampel von der AfD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Kollege, für die Chance, Sie zu fragen. Ich lerne ja immer gerne dazu. Wenn Sie mir bitte den Einsatz der Marine in Somalia zur See nennen, wo deutsche Soldaten robust in die Operation eingegriffen haben, nicht begleitend, nicht mit Fernaufklärer, auch nicht mit Hubschraubern, sondern wo wir in direkter Konfrontation mit den Piraten gewesen sind. Nennen Sie mir ein, zwei, drei Einsätze, dann weiß ich Bescheid. Als die deutsche Marine mit ihren Vessel Detection Protection Teams quasi Angriffe abgewehrt haben, waren Sie noch nicht im Deutschen Bundestag. Und ich war mehrfach im Einsatzgebiet auf den Schiffen. Ich war in Djibouti. Und die deutsche Marine hat von ihren Schiffen aus Angriffe abgewehrt. Wir haben lokalisiert. Und nun sage ich Ihnen mal ganz ehrlich von der Praxis her, das Seegebiet vor Somalia ist größer als der europäische Festlandsockel. Dann müssen Sie in der Hochzeit 30 Schiffe in Sektoren dort einteilen. Und wenn ein anderes Schiff da war, um Piratenangriffe abzuwehren, dann war das gut und richtig. Wenn in dem Moment gerade kein deutsches Schiff war, dann war das gut. Trotzdem hat das Mandat insgesamt dazu geführt, dass die Piraterie gen Null und die Piratenangriffe gen Null tendieren. Und das ist der Erfolg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bleibe dabei, dass es ein Erfolg ist. Ich sehe aber auch die Probleme, die nach wie vor vorhanden sind, auf.
oder in dem Land Somalia, auf dem Kontinent Afrika insgesamt. Wir haben jedenfalls das Geschäftsmodell der Piraterie, und hier sind ja auch Zahlen genannt worden, kaputt gemacht. Das EU-Mandat der Operation soll bis Dezember 2020 verlängert werden. Auch das ist sinnvoll. Und wir sehen alle gemeinsam die Fragilität der staatlichen Strukturen in Somalia und die noch schwach ausgeprägte Rechtsstaatlichkeit. Hier ist immer Raum für kriminelle Netzwerke, und sie haben gerade in Somalia weiterhin ihre Rückzugsräume. Die Region bleibt politisch leider instabil und anfällig für externe destabilisierende Einflüsse. Die aktuellen Bombenanschläge und heimtückischen Terrorattacken mit zahlreichen Verletzten und Toten in Mogadischu, welche die islamische Al-Shabaab-Miliz auf Ministerien, Hotels und Restaurants im vergangenen Monat verübt hat, verdeutlichen die nach wie vor sehr angespannte Sicherheitslage. Es ist daher richtig und wichtig, dass Europa und damit auch Deutschland weiterhin Präsenz in dieser Region zeigt und die humanitäre Versorgung von notleidenden Menschen mit Nahrungsmitteln durch das Welternährungsprogramm schützt. Der Einsatz der internationalen Koalition zum Schutz dieses wichtigen Seeweges hat das, wie gesagt, die Kriminalität dort eingedämmt. Und ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, auch das, was nicht nur unser Seefernaufklärer Staaten von Djibouti aus leistet, sondern insgesamt die deutsche Präsenz auch in Djibouti-Stadt ist gut für die Region, weil wir viel von unserer Form zu leben, von unserem Demokratieverständnis, von unserer Art des Miteinanders, von unseren Werten dort übertragen können. Jedenfalls wird unser Engagement dort mit den Bündnispartnern zusammen mit großer Dankbarkeit anerkannt. Und deshalb bitte ich sehr herzlich, dass wir dieses Mandat entsprechend auch verlängern. Vielen Dank. Der Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung des Bundeswehrmandats in der EU-geführten Mission Atalanta wird jetzt in den Auswärtigen Ausschuss überwiesen und dort weiter beraten. Wir verlassen für heute den Bundestag. Morgen ab 8.45 Uhr sind wir wieder da mit einem Interview mit Franziska Brandner und Florian Hahn zur Rolle Europas in einer Welt des Umbruchs. Bis dahin verabschieden wir uns aus dem Deutschen Bundestag.